Willkommen zu Reginas Friseursalon. Endlich wieder ein Perückenvideo. Ich bin so gespannt. Ich färbe eine Echthaarperücke. Für alle da draußen, die noch nie einer anderen Person die Haare gefärbt hat oder noch nie so wirklich es geschafft hat, richtige Frisuren einer anderen Person zu machen, die Person wird verstehen, warum ich jetzt etwas nervös bin. Ich habe hier eine Echthaarperücke und die werde ich jetzt färben. Einmal, weil ich sehr oft schon darum gebeten wurde, so ein Video zu machen. Vor allem auch, weil ich schon einmal eine Kunsthaarperücke versucht habe zu färben. Da braucht man ein bisschen mehr Fantasie und muss ein kleines bisschen experimenteller sein. Aber es ist ja wieder eine andere Sache, wenn man dann eine teure Perücke bekommt aus Echthaar und die nicht versauen will. Was jetzt gerade mein Problem ist. Ich habe wirklich Angst, diese schöne Perücke kaputt zu machen, indem ich Sachen drauf punche. Ich hatte das große Ich ziehe, glaube ich, mal lieber die Brille aus, weil das spiegelt sich. Noch brauche ich sie ja jetzt gerade nicht. Also Donalove Hair hatte mich einige Wochen nach meinem letzten Perückenvideo angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, mal eine ihrer Echthaarperücken zu färben. Da kann ich nur sagen, vielen, vielen lieben Dank, Donalove Hair, denn ich habe viele Kommentare auch von euch bekommen unter vielen Instagram-Bildern, auf denen ich eine Perücke trage oder unter Videos, in denen stand, wie sieht es eigentlich aus, kann man Perücken färben, was muss man beachten, wie geht das genau und so weiter und so fort. Und ich habe noch nie, sei es einer anderen Person oder eine Perücke, ich habe noch nie Haare gefärbt. Ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass man erstmal einen Postage-Kopf oder vielleicht so einen wie hier hinten, so einen Styroporkopf hat, damit ihr einen echten Kopf simulieren könnt, damit ihr wie so ganz profimäßig, wie so ein Friseur, zack, 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 das alles machen könnt. Danke an dieser Stelle Donalove Hair für die Perücke. Ich hoffe, ich werde euch nicht enttäuschen, diese Perücke jetzt verhunzen und wenn ja, dann bitte... Bitte seid nicht böse. Das, was ich gleich machen werde, ist also eine ganz neue Erfahrung für mich. Das bedeutet, ihr werdet gleich mit mir die Erfahrung machen, wie das eigentlich funktioniert und was besser wirkt, was schlechter ist und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich werde ich Fehler machen und dann werdet ihr das sehen und dann wisst ihr auch, welche Fehler ihr auf jeden Fall vermeiden müsst. Als allererstes, ganz wichtig, wartet, bevor ihr Farbe kauft oder Färbemittel oder sonst irgendwelche Produkte, wartet, bis eure Perücke da ist. Denn was ich bemerkt habe, ist, nachdem ich das erste Mal in einem Store war für Friseurbedarf, da hat die Verkäuferin mir gesagt, ja, besser wäre es, wenn du die Perücke mitbringst, damit wir sehen, aus welchem Haar das eigentlich gemacht ist. Echthaar ist nicht direkt Echthaar. Es gibt so viele verschiedene Qualitäten da draußen und man weiß nicht, was am besten für eine Perücke oder für verschiedene Perücken eigentlich geeignet ist. Ich bin also umsonst in die Stadt, musste dann wieder zurück, habe mir meine Perücke gegriffen und bin dann zu Bergrad gegangen. Hier in Köln gibt es einen großen Bergrad-Store. Da gibt es alle möglichen Sachen für Haare, sei es Utensilien, sei es Färbemittel, sei es Bleichmittel oder was auch immer. Egal, alles was Frisur und Haare zu tun hat, da findet man alles. Da habe ich auch alles gekauft. Deswegen zähle ich euch jetzt erst einmal auf, was ich alles glaube, was ich brauche. Zuallererst, dieser Kamm, den habe ich noch von Donalove Hair aus der Packung, der war mit zugeschickt worden. Ein Kamm ist natürlich wichtig für später. Handschuhe zum Färben, die habe ich jetzt aus der Küche. So, dann ein Schälchen und Pinsel, ganz wie ein professioneller Friseur. Ein Set mit Klammern, es ist natürlich auch wichtig, dass man die Haare gut abtrennen kann, damit man besser an die unteren Schichten drankommt. Directions. Ich habe jetzt zwei verschiedene Pink-Sorten geholt, weil ich mir nicht ganz sicher war, welche jetzt besser sind. Dazu, das hat mir die Verkäuferin bei Bergrad gesagt, brauche ich noch Conditioner, der damit gemischt werden muss, bevor ich das auftrage, damit das schön pastellig wird und nicht zu knallig. Ganz wichtig. Und ein neues Produkt, welches ich gedacht habe, dass ich mal ausprobiere. Wie heißt das? Blond Me heißt das. Ach Gottchen. Instant Blush. Also das ist quasi ein Spray, den man auf die Haare sprüht und dann werden die instant in diesem Strawberry Blond gefärbt. Also es geht auch nur auf blondes Haar. Auf dunkles Haar geht das nicht. Ich bin so nervös. Ich habe noch nie... guck, jetzt geht's schon los. Stimmt, ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen. Ich habe keine T-Pins. Also T-Pins sind, wie der Name schon sagt, kleine Pins oder Nadeln in T-Form, die man so reinsteckt, damit die Perücke nicht verrutscht. Die habe ich jetzt nicht, aber ich habe stattdessen Reißnägel, damit es wenigstens ein bisschen hält und nicht zu doll verrutscht. Es ist ja nicht garantiert, dass diese Produkte überhaupt mit diesem Haar funktionieren oder ob das Haar diese Produkte auch wirklich richtig aufnehmen. Deshalb ist ganz, ganz wichtig, erst einmal einen Test zu machen. Und zwar in einer Strähne ganz hinten, wo man kaum was sieht, falls da irgendwas daneben geht, dann sieht man es ja eher weniger. Deswegen trenne ich jetzt erst einmal die Haare hier ab. Das sieht aus wie so ein Kunstwerk. Okay, ich fange mit dem leichtesten an. Das hier soll ja am leichtesten gehen, weil das so ein Instant Spray ist, der auswaschbar ist, wie gesagt. Probieren wir mal das aus.
Und ich habe auch gehört, dass je öfter man drauf sprüht, desto intensiver ist die Farbe. Mal schauen. Bitte. Oh, das ist ziemlich rosa. Das ist wirklich ziemlich rosa. Okay, okay. Also das soll man auch nicht auswaschen. Das bleibt dann so. Das ist mir viel zu pink. Als nächstes benutze ich die Directions, aber die sind, glaube ich, ein kleines bisschen intensiver in der Farbe. Weshalb ich meinen Tisch hier mit Alufolie abgeklebt habe. Einfach aus dem Grund, weil die Haare gleich runterhängen und mein Tisch jetzt nicht unbedingt Flecken aufweisen muss hinterher. Na, komm schon. So. Bisschen Conditioner. Ich habe hier zwei Pinktöne. Einmal Carnation und einmal Pastellpink. Wie der Name schon sagt, Pastellpink ist natürlich die Farbe, die jetzt natürlich am besten passt. Deswegen nehme ich auch das hier. Ah, das erinnert mich... Ah, boah, die Farbe erinnert mich... Reicht das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das reicht. Das ist ungefähr... Ja, ist jetzt nicht übertrieben. Gucken wir mal, wie das hier ist. Wer auch immer von euch schon mal mit Directions gearbeitet hat und mich jetzt sieht und sagt, oh mein Gott, was tut sie da? Sorry. 15 Minuten soll es einwirken. Okay, dann warten wir jetzt 15 Minuten. So, in den letzten 15 Minuten kamen auch meine Mädels jetzt an. Und ich frage euch jetzt mal ganz direkt von der, vom Farbverlauf hier. Ihr seht ja, hier ist blond, also von euch aus gesehen links. Und es wird immer pinker. Was gefällt euch mehr? Pink. Pink. Dieses ganz pinke hier? Oder? Ja, das dazwischen. Also der, genau der Grad zwischen pink und blond. Alles klar, perfekt. Meine Mädels kennen mich. Genauso möchte ich das nämlich auch haben. Du siehst aus wie ein Lappar gerade. Mit der ja, wie bei Breaking Bad, Walter White. Jetzt wird erstmal Crystal Meth gekocht. Ungefähr 18 Minuten, weil ich mich mit meinen Mädels verquatscht habe. Das waren 18 Minuten, die ich die Directions hier habe einwirken lassen. Dann habe ich sie mit lauwarmem Wasser abgespült und auch mit ein wenig Shampoo auch ausgewaschen. Einige Strähnen sind tatsächlich auch, wie ihr hier zum Beispiel seht, ganz wenig von den Directions auch gefärbt worden. Aber ich finde trotzdem, obwohl es so strähnig ist, gerade das finde ich so interessant und so schön daran. Hier seht ihr jetzt ungefähr den Vergleich. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera hundertprozentig sieht, aber hier ist es auf jeden Fall strähnig. Einige Strähnen sind wirklich ziemlich rosa geworden und die anderen Strähnen sind immer noch blond. Oder wegen dem Vergleich sehen die sehr blond aus, sind aber recht lachsfarben geworden. Ja, tatsächlich. Kommt ruhig rein. Das hier ist die unbearbeitete Seite und das ist die bearbeitete Seite. Und das hier sieht sehr, sehr blond aus, neben den ganzen wirklich rosanen Strähnen. Aber ich finde, diese Strähnen sehen auf jeden Fall so wunderschön aus. Und was man auch machen kann, was sehr, sehr schön ist, ist einfach noch eine Packung Directions zu holen, muss ich sowieso. Ich habe ja mit einer Packung Directions nur diese Seite hier geschafft zu färben. Merkt euch das, holt vielleicht sicherheitshalber zwei oder drei Packungen mehr, bevor ihr dann da steht und nur den halben Kopf gefärbt habt. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ein Fehler, den ihr nicht machen sollt. Und... Hallo. Man müsste einfach nur noch mit dem Glätteisen drüber, damit die Haare perfekt liegen. Und damit habt ihr dann einfach eine neue farbige Perücke. Du solltest die Perücke mal an deine Augen halten. Das ist gerade einfach original die Farbe. Das sieht so stark aus. Das müssen wir jetzt mal festhalten, wie gut dieses Make-up zu dieser Perücke passt. Ich kann es selber nicht sehen, aber ich vertraue jetzt einfach mal. Wenn ihr euch noch weiter für mehr Infos und noch mehr für Perücken interessiert, schaut auf jeden Fall mal unten in der Infobox vorbei. Da habe ich euch meine anderen von früher Perückenvideos verlinkt. Außerdem auch, wo ihr diese Perücke herbekommt und generell die ganzen Infos, die ihr zu Donaulauf her braucht, findet ihr auch in der Infobox. Und auch natürlich verlinke ich euch die Internetseite, wo ich all meine ganzen Produkte herbekommen habe. Die ganzen Spangen und die Bürste, alle Sachen, die ich hier benutzt habe, die findet ihr unten in der Infobox. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich Bescheid, dass ich in Zukunft auf jeden Fall noch mehr in das Thema Perücken noch mehr einfließen lasse.
Das war grammatikalisch nicht richtig. Was ich eigentlich sagen wollte, wenn euch das Thema Perücken gefällt und ihr wollt, dass ich noch mehr Videos darüber mache, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war grammatikalisch jetzt richtig. Danke. Hey. Habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Resttag. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt positiv und munter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi. Relax.